Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stronghold. Wieso ich gerade in so einer herzlichen Stimme spreche, ist verwunderlich. Aber ich mache eben halt so, weil es kann. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass ich jetzt gerade so eine scheiß Stimme benutzt habe, machen wir jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei Räucherspeck. Räucherspeck klingt lecker. Rückzug hat man aufgehört und bei Räucherspeck machen wir jetzt weiter. Und wenn ich schon weiter mal spreche, dann klicke ich gleich mal weiter bei Mission 17, Räucherspeck und einer christlichen Hintergrundmusik. Wir müssen unsere Bibliothek um jeden Preis verteidigen. Sollte unser Wissen in die schmuddeligen Hände von Herzog Truff fallen, wäre das Königreich mit Sicherheit verloren. Eine Kunst haben wir jedoch noch, an der wir euch teilhaben lassen können. Das Geheimnis des Pechkochens. Das könnte euch helfen, das Kloster zu verteidigen. Das Pechkochen. Setzt die gesammelten Rohstoffe ein, um das Kloster wieder aufzubauen und zu verteidigen. Eure Armee hat eine deutliche Spur im sumpfigen Grasland hinterlassen. Es wird also nicht lange dauern, bis das Schwein euch findet. Setzt Pikeniere ein, um die Truppen des Schweins aufzuhalten und lasst eure Baumeister Pech kochen. Am wirksamsten ist es, wenn ihr das kochende Pech aus der Höhe auf die Truppen des Feindes gießt. Also, das heißt, wir müssen heute bei einer Kochshow Pech kochen. Ihr Nintendo, keine voll Pech. Klingt lecker. Ob man dieses Pech, wie es hier beschrieben wird, trinken bzw. essen kann, schmeckt bestimmt ein bisschen feurig. Aber darum geht's ja jetzt nicht. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben und drücken jetzt auf, wie es da steht, Spielstart. So. Oh ja, ein nettes Kloster. Das sieht wirklich Hammer aus. Scheiße. Rohstoffmäßig haben wir einiges. So. Achtung! Dementius schicken wir hoch. So. Das jetzt, ich will kurz erstmal auf Pause drücken. So, wir sind die, wie heißen sie? Wegweiser? Die Wegweiser sind. Wo sind die Wegweiser? Da, bei den Sümpfen. Okay. Ja, da müssen wir uns eigentlich nur, wenn wir uns hier eine starke Bogenschützen, Dingsbums, Kanonen, Bam, Bingsbums, Tralala hinbasteln. Eigentlich gut verteidigen können, so wie ich das sehe. Dann machen wir es doch gleich mal. Spieltempo müssen wir immer noch auf 90 haben, so dass ich da erstmal nichts umstellen muss. Alle Armstützen da hoch. Und einmal Feuer. Nach da oben, so. Was gibt's? Bewegt euch, Hunde! Ja, Herr! Die ganzen Leute schicken wir dorthin. So. Und dann machen wir nur ganz, ganz grob die Mauer zu. Aber ich glaube erstmal, dass wir da nicht so viel brauchen werden. Wenn wir hier noch aufbauen, dann müsste es eigentlich reichen. So. Lediglich vielleicht noch ein bisschen Verstärkung an die Welle dran bauen. So. Mal quasi dieses Abteil hier schon wieder essen. Und bam, so. Und uns hier innen von Nahrung absichern. Da ich nahrungstechnisch immer Probleme habe, aber das bei Getreide nicht so ist, mache ich es eben diesmal mit Getreide. Und wir bauen jetzt mal keine Kirche. Nein, das machen wir nicht. Sondern wir machen jetzt erstmal Holz. Normalerweise nehme ich eigentlich nicht so viel Holz, aber irgendwie scheint das wirklich so mit wesentlich mehr Holz am Anfang zu klappen. Und dann mache ich das eben jetzt auch so. So, Getreidefarm gleich hier vorne müsste eigentlich dann funktionieren. Sie wollten eine Kirche. Können wir uns denn die Kirche leisten? Ja, das müsste gehen. Die pumpen wir dann einfach mal hier an das Wall ran. So, dann müssen wir auch noch was zum Truppen rekrutieren tun. Eine Botschaft des Schweins.
Schlag die Trommel, blast das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch, direkt von vorn. Ein irgendwie doppeldeutiger Angriffsspruch, den ich irgendwie total pervers finde. Aber naja. Schlag die Trommel, blast das Horn. Das Schwein kommt von hinten. Kommt von vorne, direkt von vorn. Das ist so pervers. So. Was ist denn da so dran? Ne, das sind Hasen. Die Hasen greifen an, mein Lord. Und ich glaube das. Ich habe keine Ahnung. Was? In Ordnung. Bin ich hier auch nicht, du Chick da. Okay. Am besten, wir legen uns mal ein bisschen auf Pfeilindustrie auf und in diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseile. Armbrüste. Dann bauen wir uns noch zwei. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Lederharnische Bordin. Machen da noch eine Käseform. Da fällt mir gerade auf, hier müssen wir noch einiges. Jetzt seht ihr auch gleich mal, was die Pechmacher können. Na los, brenn ab! Brenn! Burn it down! Scheiße. Kacke. Eine Kathedrale kann ich euch nicht noch hier extra hinplatz. Okay, ist also anscheinend doch nicht so einfach, wie ich es mir vorerst vorgestellt habe. Liegt aber auch nur daran, dass ich da jetzt vorne schwach agiert habe. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So. Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. So. Ihr könnt das nicht Beggars. Lord, um das Gebäude zu verwalten. Die Beggars dürfen nicht fehlen. Beinahe das nicht dort mehr sein, my Lord. Wir haben beide keine Nahrung mehr, meine Fresse. Ihr könnt das nicht dort. Zeit bis zur letzten Schlacht. Okay, wir müssen einfach nur. Wir müssen einfach nur diese Scheiße überleben. Um das Gebäude zu verwalten. Und auch wenn wir jetzt kein Holz mehr haben. Ach, Kacke. Was? Ja, mein Freund. Lass sie schmoren. Das wird ihnen einheizen. Unser Werkzeug ist bereit. Ihr seid doch auch. Ich mache jetzt mal kurz eins, da ich sehe, dass das hier noch in ein reges Blödheits-Szenario umwandeln wird. Fange ich nochmal von vorne an. So. Erstmal kümmere ich mich um das Wichtige. Das einfach Wichtige. So. Dann schicke ich alle meine Armbrustschützen bevor. Und eins. Nur einer meiner. Okay, vielleicht zwei, wie meiner. Dann bauen wir die Burg richtig auf, wenn der so unbedingt haben will. So. Hopp. So. Soweit so gut. Soweit so gut. So. Hier auch noch eine Mauer lang. So. Allzu schäbig müsste es ja nicht mehr aussehen. So, wie hat das hier gemacht? Hier müssen wir es also so machen. Zap, zap, zap. Ja, mal, oder? Zap, zap. Ja, genau. Und dann ziehen wir es durch. So. Ja. Dann mache ich mich mal ins Nahrungszeug ran. Ich baue hier hinten erstmal ein paar drei Jägerhütten hin, um mir da ein bisschen Platz sparend eine Industrie aufzubauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ach, das ist doch blöde. So, die Treppe da braucht nur ein Schwein. Und ich nicht. Von eurem Informanten.
Und wenn das jetzt nicht in der Beliebtheit nagt, dann ist mir das scheißegal. Ob sie in die Kirche wollen oder nicht, das ist ihr Problem, nicht mein Problem. Und wenn sie sich beschweren wollen, da gibt es jetzt nichts zu sagen. So, bam. Muss ich noch eins hinsetzen. So, das sollte vorerst reichen. Holzmacher habe ich schon, okay, gut. Holzmacher. Und dann mache ich hier. Nee, oder? Eine Botschaft des Schweins. Schlag die Trommel, blas das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorne. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. So, was mache ich jetzt? Jetzt. Sind sehr knapp, Sire. Jetzt sind die Nahrungsvorräte sehr knapp. Okay, genau. Genau darauf wollte ich auszielen. Die Truppen des Schweins greifen an. So, kann man sich. Ja, gut. Oh ja, stimmt. Kacke. Es wird Rekruten benötigt sein. Bereit, eure Lordschaft. So, los, Leute, kommt. Kommt ihr. Kommst du ins Hosrin? So, zwei. Jetzt kommt schon. Kommt schon. Kommt. Kommt, ihr schafft das. Zur Stelle. Ist weiter auf. Wir benötigen Gold. Achtung. Okay, kein Gold mehr. Muss ich ein bisschen was verkaufen? Habe ich ja genug da. Achtung. Und los, Sire. Ah, ist doch schon aggressive Haltung. Okay. Pap, 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 pap. Oh, scheiße. Okay. Okay. Habe ich jetzt kein Problem direkt damit. Jetzt habe ich nur noch diese paar Problemquellen da unten. Die müssen sich dann auch nach der Zeit ergeben. Also macht sich das keinen Unterschied. Oh, so. Die werde ich da danach da unten schicken müssen. Zu Diensten. Vorwärts, Pikiniere. So, Stein habe ich noch eine Menge, aber damit kann ich momentan nicht richtig viel anfangen. Also von daher. Ja, einfach erstmal eine Weile rumstehen. Könnt ihr machen. Habt nichts dagegen. Schild euer Leben. Sitzt, steht da rum und macht nichts. Das finde ich super. So, dann müssen wir erstmal wieder Pfeile produzieren. Ein paar Pfeile aufbauen. Schultert die Waffen. Macht die Pfeile auf. So. Was wünscht ihr? Jetzt müssen wir wieder. Der Bauer steht da rum im Wald. Der alte Gustav. So. Das müsste jetzt erstmal vorerst reichen. Hier sollte ich vielleicht. Naja, was ist denn hier? Achso, Hütte. Na klar. Was brauche ich jetzt? Achso, Pfeilindustrie. Genau. Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Oh, scheiße. Pfeil. Pfeil. Bam. Und weg ist es. Zwei. Und. Drei. Genau. Noch ein von denen, noch ein von denen. So. Armbrust, Armbrust, Armbrust. Das müsste von der Produktionsschnelle her ungefähr ausgeglichen sein. So. Nahrung. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Nun ja, geht. Da brauchen wir uns jetzt nicht weiter. Öfte Ohren packen. Das lassen wir mal so. Entlegene so. Dörfer. Sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Ja, da können wir noch die Burg ein bisschen ausbauen. Da, vielleicht nur ein Turm, da noch ein bisschen rumballern. Aber dann brauchen wir erstmal noch ein bisschen Jolt, um unser Kostenlevel nicht zu übersteigern. Hä? Was habe ich jetzt gerade gelabert? Auf jeden Fall, wir brauchen Gold. Die Truppen des Schweins greifen an. So, Stein kann man hier aber nirgends abbauen. Ach, da unten. Ach, brauche ich nicht.
ist das sinnlos? Tatsache, das ist früher fertig. So, wo ist das Schwänchen? Naja, sieht nicht allzu viel aus wie vorher, aber naja. So, jeder meint, wie er es meint. Und auch wenn ich keine Bogenschützen gerade da habe, ist es eigentlich scheißegal. Waffen geschultert! So, das Rambock ist auch schon fertig. Supi. Ach, die greifen immer von unten an. Ach so, na klar, muss ich das Ding hier natürlich zubauen. Aber dazu brauche ich erst Gold. Wo nehme ich Gold her? Gold? Was kann ich denn so verkaufen? Eisen, Eisen kann ich verkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. So, dann kaufe ich mir erstmal Zap. Ihr habt nicht genügend Gold. Vielleicht nicht. Holz haben wir massig da. Bringt zwar nicht so viel, aber ich glaube, das müsste reichen, wenn es reicht. Es sollte reichen, es muss reichen, es wird reichen. Ja, genau. So, Holz kommt in die Kassen. Was kann ich denn noch alles verkaufen? Naheliegend wäre die Pechproduktion eigentlich ein. Die Holzvorräte sind zu ertragsreiche. Abteil meiner Handels, Einkommensteuererhebung, irgendwas. Das sollte jetzt sich die Geld anhören, aber. Was ist hier los? Das ist nicht gut. Du hast doch noch nicht verloren, was soll denn da los sein? Hat es sich jetzt etwa. Achso, der sitzt gerade auf dem Klo und fragt sich, was da hinten rauskommt. Zur Stelle! Im Laufschritt! Ja! Oh, scheiße, wir müssen ein bisschen mehr. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Leder produzieren. Bisch. Ach nein! Nein, natürlich nicht. Stimmt, ich habe mir das ja gekauft, ihr habt es. Na klar. Logisch. Das erklärt es natürlich. Ich habe nichts zum Verkaufen da. Na okay, ich kann ja vielleicht ein bisschen was mitkreisen, was mich ein bisschen Holz. Nee, kein bisschen Holz. Scheiße. Das ist scheiße, eure Lordschaft. Das ist richtig scheiße. Was soll denn dieser Umweg hier rum? Das bringt's doch nicht. Ja, 5 Steine. Das wird mir wirklich viel Geld bringen. Oh, toll. Ich habe 35 mehr. Das macht mich jetzt so... Die schaffen das auszugleichen, ist ja Hammer. Ich kaufe mir jetzt keine Lederhandschuhe nach, das reicht ja völlig aus, das ist ja super. So, gut. Und los. Und noch eins. So, läuft ja. Das läuft ja. Okay. Achso, ich dachte schon, die hätten schon wieder alles weggerissen. Ja, dann müsste es ja jetzt eigentlich laufen. Dann ist es ja. Ups, falsche Taste. Nur noch eine Frage der Zeit. Spieltempo, kann man das noch erhöhen? Nein, schon maximal. Okay. Dann ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wie wir das hier überleben werden. Wie könnte ich eigentlich nochmal 2 kleine Türme hinbauen, um mich wirklich hundertprozentig abzusichern, um mir sicher zu gehen? Aber dazu fehlt mir natürlich das nötige Stein, also ist das eigentlich scheißegal, ob ich da was hinbaue oder nicht. Ich muss bloß meine Rekrutierungskosten irgendwie ausgleichen. Wie mache ich denn das? Was habe ich denn an Beliebtheit? Oh, Religion. Was haben die denn für Probleme? Leute fordern eine Kirche. Ich weiß es nicht. Wir benötigen Gold. 350 Gold auf Sacken. Oh, fuck. Oh, fucking. Ein bisschen was von eurer Nahrung verkaufen. Tja. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wer eine Kirche will, der muss hungern. So ist das Leben. Ihr wolltet eine Kirche, also müsst ihr eben hungern. Ach, fuck, wer braucht denn so eine Scheiße hier?
entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Aha, was macht denn das Schwein so? Entlegene Dörfer. Toll. Ein entlegenes Dorf hat mir gesagt. Ein weit entlegenes. Grüßwort. Wie spricht man das? Entlegen. Im Laufschritt. Klingt irgendwie falsch. Ein weit entlegenes. Klingt blöd. Das werden ja immer mehr. Ein weit entlegenes Dorf hat mir gesagt, du hast dein Bein verloren. Ein weit entlegenes Dorf berichtet, dass du dein Bein verloren hast. Oh, ich habe mein Bein verloren. Na gut, dass das weit entlegene Dorf mich darüber berichtet hat. Das finde ich ja super. Macht euch jetzt nicht in die Hose, so ein paar aus, dings nicht da ist. Meine Fresse. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das müsste gehen. Jetzt können wir hier eine Kirche hinpflanzen. 3, 2, 1. So, und jetzt kann ich Religion. 1 plus. Okay. Dann fehlt mir die ganze Scheiße noch mit Gärten irgendwo in den Ecken meiner Scheiße. Oh, meine Fresse, hatte ich das Ding beschädigt. Ich brauche da 34. Kacke. Ihr habt nicht genügend Güter. Das wird zwar einiges kosten, würde ich meinen. Das geht auf eure Nahrung. Ja, auf eure Nahrung. So. Steine. So. Wir benötigen Steine. 34 Steine. Auf eure Nahrung kostet das. Wir haben keine Nahrung mehr, Sire. Ihr habt nicht genügend Gold. Meine Fresse. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Halt du deine Fresse mit deinem blöden Nahrungsdingsbums. Jetzt fehlt mir das Wort. Nicht Vorhandenheitsberichterstattung. Klingt falsch, ist falsch, aber scheißegal. Solange es richtig klingt, ist es richtig. Glaub ich mal. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Gold muss in die Kassen kommen. Achtung! So. Im Laufschritt. So, die Verteidigung müsste eigentlich jetzt hier sitzen. Wir haben eine weitere Grafschaft zurückerobert und unsere Zahl steigt. Supi. Eine weitere Grafschaft. Na, das hört sich doch schon mal erfolgreich an. Mehr oder weniger. Das Volk huldigt. 3 plus, das ist ja schrecklich. Das ist ja schauderhaft. Das ist ja. Wir benötigen mehr Gold. Ach stimmt, ja, für den scheiß Ruppern Gold. Kacke. Was mache ich denn jetzt? Das Anfaktor-Ding kann ich schon mal wegreißen. Das bringt's ja jetzt nicht mehr. Ich brauche irgendwie Gold. Gold. Das Gold. Das alle Gold fehlt in den Karsten. Klingt irgendwie beschissen. Achtung! Bereit, eure Lordschaft! Bereit. Ja, okay, bisher konnten wir uns eigentlich auch relativ gut verteidigen. Das ist eigentlich Schnurz, Piepe, Wurscht, egal. So, zapp. Sieht zwar doof aus, ist vielleicht auch doof und man könnte es so einiges besser machen, aber für eine grobe Verteidigungslinie müsste es eigentlich ausreichen. So. Wir benötigen Holz. Wir brauchen noch mehr Holz. Wo können wir Greenpeace noch mehr ärgern und noch mehr Holz abpacken? Hier unten. Super. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ihr verarscht mich. Wie soll ich denn jetzt Geld für eine Kathedrale herkriegen? Alter. Mann, sind die gierig. Zur Stelle. So, Truppen kann ich mir jetzt schon mal gar nicht mehr leisten. Danke. So, ich kann mir noch nicht mehr Holzbauerhütten bauen. Das ist ja schrecklich.
Ihr seid ihr könnt hier. Das nicht dort platzieren, my lord. Das Blöde, dass der Land sich jetzt auch noch um meine Beliebtheit hat. Euch, Sire. Religion? Na klar. Was, wie kostet eine Kathedrale? Naja, okay. Die Steinvorräte werden ein kleines Problem werden, aber das ist vielleicht noch möglich mit ein paar strikten Verkäufen. Haha, eure Nahrung. Ups, scheiße. So, jetzt muss ich noch erste Steine kaufen. Eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Wow. Benötigen Gold. Ach scheiße, stimmt. 500. 500. Scheiße, reicht nicht aus. Braucht Nahrung. Nicht Nahrung, Gold. Gold brauchen wir. Uns greifen an. Da ist die schöne, schöne Kathedrale. Wir haben eine schöne Kathedrale aufgebaut. Cathedral. Wir benötigen Holz. Wozu wir eigentlich so viel Nahrungsproduktion? Dingsbums haben's. Dingsbums haben sie. Bums, das Ding ist da. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ja, das müsst ihr ja verteidigen jetzt. Das müsste. Mit mal, wieso brennt? Ach so. Ach, die Pechviecher machen also auch. Cool. Dass ihr mir das nicht vorher sagt, finde ich aber ganz schön unfair. Wir haben nicht genügend Pech, my lord. Wir haben nicht genügend Pech. Wir haben nicht genügend Pech. Geil. Dass ich das mal höre. Wir haben nicht genügend Pech. Wir haben nicht genügend Pech, um diese Schlacht zu verlieren. So, hol. Und schon gewonnen. Yes. Und fast geschafft. Ach so, scheiße, ja, stimmt, die Mission ist geschafft. Ich bin die ganze Zeit trouble, wie ich diese scheiß Mission schaffe. Na, habe ich sie doch geschafft. Ach du Scheiße. Und das wird eine 30-Minuten-Folge. Juhu. Naja, mehr oder weniger. Wenn jetzt endlich mal der Sieg-Bildschirm auftaucht. Sieg. Komm schon. Sieg. Eine Botschaft des Schweins. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Jetzt nicht Schwein. Nachher kannst du vielleicht mal Hackfleisch aus uns machen, aber jetzt habe ich echt keine Lust drauf. Herzlichen Glückwunsch. Truppen verloren 2%. Vorheriger Bestwert 0. Haha. Und weiter geht's. Unsere Ölbottiche haben sich als eine unglaublich wirkungsvolle Ergänzung unseres Arsenals erwiesen. Zusammen mit euren klugen taktischen Entscheidungen konnten wir so die gewaltige Streitmacht des Schweins abwehren. Unser Reich wächst wieder. Und nochmal. Cool. Das sieht ja jetzt schon fast geschafft aus. Und ich glaube, wenn wir diese Provinz erobern, müsste es eigentlich schon die letzte oder mindestens die vorletzte sein. Mal schauen. Das Ende des Schweins. Okay. Aber das war's für diese Folge. Die Leute in der nächsten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt: Let's Play Stronghold.